In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Silber aus 288 US-Dollar insgesamt sage und schreibe 2373 US-Dollar gemacht hast mit einer Strategie, die unsere Kunden bereits seit Jahren erfolgreich umsetzen. Also diese Strategie, die ich dir zeige, die funktioniert nicht nur in der Theorie, sondern in der Realität. Wie funktioniert diese Strategie? Diese Strategie konzentriert sich auf den Tausch von Gold und Silber. Denn es passiert etwas ganz Magisches, wenn wir Gold und Silber im Zeitablauf tauschen, können wir dadurch unsere Ware vermehren. Das klingt jetzt so wie die Alchemisten, die früher von den herrschenden Königen oder Herzogen beauftragt worden sind, ja, Gold und Silber zu vermehren. Und damals hat man es probiert mit Blei, mit irgendwelchen Ritualen, aber es war nie möglich. Wir haben heute eine Strategie auf Naturgesetzen, die immer funktioniert. Wir erhöhen dadurch unseren Warenbestand und gleichzeitig natürlich auch das Geld, das wir hier in Edelmetalle investieren. So, wie funktioniert das Ganze? Dazu brauchen wir eigentlich eine Zahl, nämlich die Grundlage für diese Strategie. Und diese Grundlage ist die Gold-Silber-Ratio. Das heißt, Gold-Silber-Ratio ist der Goldpreis durch den Silberpreis. Dementsprechend können wir ein Beispiel mal nehmen, dass wir es verstehen. Wir haben zum Beispiel einen Goldpreis von 1000 US-Dollar. Und einen Silberpreis von 20 US-Dollar ist gleich einer Verhältniszahl von 50. So, diese 50 hat natürlich keine US-Dollar oder keine, ja, wie nennt man das da hinten? Also keine Währung oder so, sondern ist einfach eine Verhältniszahl. Und es sagt aus, wenn wir ein Gold haben, Silber, in welchem Verhältnis können wir Gold zu Silber tauschen? Also, wir beginnen hier mal mit einer Unze Gold. Eine Unze sind 31,1 Gramm. Also haben wir hier eine Münze. So, und wenn wir eine Gold-Silber-Ratio von 50 haben, heißt das, ich kann hier hergehen und dann 50 Unzen hier in Silber tauschen. Auch hier wieder eine Unze 31,1 Gramm und davon haben wir 50, also 50 mal 31,1 Gramm. Dementsprechend heißt es natürlich auch, ich kann 50 Unzen gegen eine Unze Gold tauschen, also 50 Unzen Silber gegen eine Unze Gold. Jetzt schauen wir uns mal ein historisches Beispiel an, das wir hier mal als Beispiel rausgesucht haben. Also wir starten im Jahr 1980. Damals war die Gold-Silber-Ratio bei 18. Wir starten mit 18 Unzen. Ja, eine Unze sind 31,1 Gramm. Und was wir damals machen konnten, ist, wir konnten 18 Unzen bei einem Verhältnis, also 18 Unzen beim Verhältnis von 18 in eine Unze Gold tauschen. Logisch, oder? Diese Gold-Silber-Ratio könnt ihr überall im Internet nachlesen. Einfach googeln und Gold-Silber-Ratio eingeben. Ja, jetzt wird spannend. Wir gehen ins Jahr 2020. Wir hatten ja dann immer noch die 1 Gramm Gold, die eine Unze Gold und die Gold-Silber-Ratio
war dann bei 113 zum Beispiel. So, das heißt, was haben wir hier gemacht? Wir haben das wieder in Silber gewechselt. Und haben insgesamt 113 Unzen Silber gehabt. So, eine Unze sind wieder 31,1 Gramm. Was jetzt passiert ist, ist, wir haben jetzt 2020 113 Unzen Silber, hatten am Anfang aber nur 18 Unzen Silber. Dementsprechend auch diese 113 könnt ihr nachprüfen. An der Spitze war es sogar bei 123. Ja? Aber hier sogar einen niedrigeren Wert haben wir, 113 Gramm. Das heißt, es ist ein Mehrwert von 113 minus 18, weil das sind ja die vom Anfang, von 95. Was wir jetzt geschafft haben, wir haben 95 Unzen, also 31,1 Gramm, Silber aus dem Nichts erzeugt. Nur durch den Tausch von Gold zu Silber. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal finanziell schnell an. Also 18 Unzen Silber haben damals 16 US-Dollar gekostet, roundabout. Das heißt, wir waren damals bei 288 US-Dollar. Ja, jetzt haben wir nicht mehr 18, sondern 113 Unzen Silber. Wir nehmen jetzt einerseits mal den Preis für 2020. Dort war der Preis zum Beispiel bei, schauen wir hier kurz her, war das sogar ein bisschen niedriger. Aber immerhin haben wir es geschafft, 1300 US-Dollar zu erreichen. Wenn man das Silber einfach jetzt gehalten hätte, im Jahr 2022, hätten wir immer noch die 113 Unzen Silber, aber bereits 21 US-Dollar. Das heißt, wir hätten aus den 288 US-Dollar 2373 US-Dollar gemacht. So, jetzt ist die Frage, kann diese Strategie jeder nutzen? Und die Antwort ist ja. Alle unsere Kunden haben quasi die Möglichkeit, genau dieses System zu nutzen. Und die meisten machen es auch. Und die meisten machen es auch sehr, sehr erfolgreich. Erste Frage ist, kann hier was schief gehen? Kann man hier falsch tauschen? Nein, wenn ich weiß, wie ich tauschen muss, da gibt es eine ganz einfache 3-Farben-Regel, dann kann ich keine Ware verlieren. Ja? Also diese 3-Farben-Regel sollte ich kennen. Nächste Frage, die oft gestellt wird, ist, wann weiß ich denn, wann ich hier tauschen muss? Auch hier haben wir diese 3-Farben-Regel. Das heißt, wenn ich weiß, wie diese 3 Farben funktionieren, wie diese Regel funktioniert, weiß ich auch, wann ich tauschen muss. Nächste Frage. Wie oft muss ich denn hier tauschen, damit ich das machen kann? Muss ich da jeden Tag reinschauen? Hier ganz klassische Antwort, nein. Denn diese Strategie funktioniert über die lange Frist. Das heißt, hier können wir in der Regel einmal im Jahr roundabout tauschen, vielleicht auch nur alle 2 Jahre, manchmal 2-mal im Jahr, aber nicht jede Woche. Du musst also nicht jeden Tag reinschauen in dein Depot, sondern bekommst möglicherweise, wenn du auch Kunde von uns bist, diese Info, wann du hier tauschen musst. Grundsätzliche Frage, was brauche ich dazu? Kann ich das mit den Edelmetallen zu Hause machen? Diese Strategie kannst du theoretisch mit Edelmetallen zu Hause machen. Jedoch verlierst du hier bei Silber beim Einkauf immer die Umsatzsteuer und natürlich, wenn du Silber verkaufst oder Gold verkaufst und wieder neu ankaufst, hast du hier natürlich große Abschläge. Deshalb solltest du darauf achten, dass du in dem ganzen Tauschprozess maximal allerhöchstens 4% Verlust hast durch den Wechsel. Das heißt, Steuern,
An- und Verkaufsgebühren, alles tutti completi in einem Tauschprozess darf maximal 4% ausmachen. Und da siehst du schon, das funktioniert mit normaler Ware, die du daheim liegen hast und beim Händler vor Ort umtauscht, nicht. Was brauchst du da dafür? Hierzu gibt es zum Beispiel tolle Lösungen, wie du Eigentum an Edelmetallen haben kannst, über ein Golddepot beispielsweise. Ja, wie lange dauert es überhaupt, sowas aufzusetzen, dass ich so eine Strategie starten kann? Sowas dauert in der Regel 20, 30 Minuten. Du brauchst dazu, um diese Strategie machen zu können, ein Golddepot, das in der Regel zwischen 10 und 20 Minuten dauert, einzurichten. Nächste Frage, wie hoch ist denn hier die Rendite über die lange Frist? Ja, was kann ich mir denn erwarten? Man kann jetzt im Schnitt sagen, dass man die Ware, also das Gewicht im Depot, das Gewicht seiner Edelmetalle um roundabout 10 bis 13% pro Jahr aufbauen kann. Wir haben auch Menschen, die innerhalb von 2 Jahren über 45% ihrer Ware aufgebaut haben. Das ist alles mit dieser Strategie möglich. Und wenn du wissen willst, wie auch du diese Strategie umsetzen kannst, dann bewirb dich zum kostenlosen Beratungsgespräch und wir helfen dir, genau dieses System zu implementieren. Und das Ganze ist in der Regel in 10 bis 20 Minuten implementiert, sodass du diese Logik nutzen kannst mit physischem Gold, physischem Silber, das dein Eigentum ist, das sicher gelagert ist, auf das du jederzeit Zugriff hast. Und ja, wenn du noch Fragen hast, dann melde dich zum kostenlosen Beratungsgespräch.